Leute, ich kann hier gerade nicht viel lichter machen, aber ihr werdet gleich wahrscheinlich eine Menge sehen. Wir sind hier gerade in einer Riesenvilla mit einer Arztpraxis und ja, ich filme einfach mal. Ihr seht vielleicht nicht viel, aber wir können hier nicht so auffällig sein, deswegen einfach mal Film ab. Seht ihr ein bisschen mehr? Hier ist es sehr, sehr spooky. Ich weiß nicht, ob man von außen reingucken kann. Bleibt einfach dran, Leute. Hier ist es sehr spooky. Wir dürfen einfach nicht viel zu lange stehen, nur an einer Stelle. Nachlaufen. Ach du Scheiße. Meine Freunde, vielleicht gibt es noch ein kurzes Video, wir wissen nicht, wie weit wir kommen. Ja, Witzbold. Richtig spooky hier. Hier konnte man sich umziehen. Wenn der Stuhl gleich anfängt zu wackeln, dann sind wir alle weg. Alter.
Grabstein, Jungs. Ein Grabstein. Der ist 1988 gestorben, Alter. In dem Jahrgang bin ich geboren. Aber hier muss es noch mehr zu entdecken geben. Das Problem ist, das Ding ist, glaube ich, einsturzgefährdet. Was man ja vorher so alles hier gehört hat, was hier noch so gibt, da muss man noch rein theoretisch noch andere Sachen finden. Aber wo sind sie? Wo waren wir denn eigentlich? Keller. Ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht war da auch die Praxis komplett. Geht mal, Leute. So die Richtung. Genau, hier links. Hier links. Mhm. Wo dann jetzt hier lang gehen? Habt ihr schon gesehen, da steht noch ein Bild vom Kind. Da ist jeder bitte ein Horrorfilm der Raum, Alter. Richtig spooky. Seht ihr das? Oh mein Gott. Was ist das in den Keller kommen. Der Kühlschrank ist mal alt. Top-Zustand. Mhm. Top-Zustand. Ich glaube, hier lagerten mal etliche Akten. Nur ein paar. Die Bücher haben es auch schon ein bisschen hinter sich hier. Wow. Die Katakomben. Alter Schwede.
sein, wenn das oben, dass das alles noch oben ist, verstehe ich nicht. Hm? Ja. Ich breche jetzt hier erstmal ab, meine Freunde, falls wir gleich noch was anderes sehen, dann mache ich noch einen Schnitt rein ins Video, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir hier noch mehr finden. Ansonsten bleibt dran, kommen immer neue Videos, abonniert mich. Danke fürs Zusehen.